Zum Wohl. Prost, auf einen schönen Tag. Ein typischer Vertreter der portugiesischen Weißweine ist ein Vinho Verde Weißwein. Hier haben wir jetzt auch einen Vinho Verde Weißwein im Glas. Wortwörtlich übersetzt bedeutet Vinho Verde grüner Wein sozusagen. Das steht zum einen für die unverwechselbare Charakteristik der Vinho Verde Weine. Das sind frische, spritzige, junge Weißweine. Aber auch für die Region, aus die der Vinho Verde kommt. Die Vinho Verde Region liegt nämlich im kühleren Nordwesten von Portugal. Da gibt's viel Niederschlag und deshalb ist dort besonders fruchtbar und auch grün. Wir haben jetzt hier vom Weingut Aveleda den Vinho Verde aus dem Jahrgang 2019. Riechen wir da einmal rein. Ist wirklich ein sehr frischer Wein. Der perlt auch noch so ein bisschen, hat leichte Kohlensäure. Hat Aromen von Grapefruit, Apfel, Aprikose. Und ich würde sagen, auch ein bisschen Litchi und Quitte. Das ist ein Cuvée aus Loureiro und Alvarinho. Der Loureiro bringt hier blumige Aromen und zitrische Noten mit rein. Und der Alvarinho bringt seinen samtigen Körper mit. Also ich muss sagen, ist ein frischer, knackiger, mineralischer Wein, der richtig Lust macht auf die kommenden Frühlingstage und sich da wirklich sehr gut genießen lässt. Zum Wohl.